Einen zweiten Snatch, Mannequin. Hä? Wie gesagt, du bist ein netter Kerl, Maurice. Aber es kommt für mich nichts dabei raus. Ach, darum hast du gesagt, du möchtest gerne den Kerl kennenlernen, der die kleine Annie Atkins entführt hat, hä? Komm näher. Wie? Komm näher, sage ich. Oh, ich liebe keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit. Ich will dir etwas sagen, was keiner hören soll. Wie geheimnisvoll. Na, schieß schon los. Was würdest du sagen, wenn ich dir verrate, dass ich Annie Atkins entführt habe? Was gibt's denn da zu lachen? Nimm dich zusammen, alle Leute gucken schon. Du, das ist ja wahnsinnig komisch. Wieso ist das komisch? Hältst du mich wohl so furchtbar dumm, was? Ein solches Ammenmärchen zu glauben. Jetzt fehlt nur noch, dass du sagst, wenn du mir nicht glaubst, Fee, komm mit in meine Wohnung, ich beweise es dir. Dann fahren wir zu dir nach Hause und wenn wir mal da sind, ist doch immer das alte Lied. Mit Speck fängt man Mäuse, mein Lieber. Was hältst du mich eigentlich für eine Maus? Halt wenigstens mal 2 Minuten lang deine große Klappe. Hör zu. Schnauze, jetzt rede ich. Wenn ich dir heute Nacht beweise, dass ich Annie Atkins entführt habe und dass ich kein armer Mann bin,